Ja, hallo Leute und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Neuer Kanal, neues Thema, so wie es der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat. Und für die Leute, die mich nicht kennen, ja, ich bin eigentlich bisher auf dem anderen Kanal unterwegs gewesen zu einem komplett anderen Thema. Also wer sich dafür interessiert, kann ja mal nach Steamshots TV schauen. Da geht es um das Thema E-Zigaretten, Reviews etc. Ja, neuer Kanal. Papa wird schon richten. Die Leute, die mir bisher so gefolgt haben, denen habe ich das ja schon mal kommuniziert, dass ich auf diesem Kanal ein bisschen ein anderes Thema einschlagen möchte. Das andere Thema natürlich nicht vernachlässigen möchte, aber hier komplett was Neues ausprobieren will. Und thementechnisch wollte ich hier mal das Thema Kochen aufgreifen, auch aus einem persönlichen Beweggrund. Meine Freundin und ich, wir haben Nachwuchs bekommen und dann stand natürlich auch das Thema Babynahrung zur Debatte und in allererster Form damals der Thermomix von Vorwerk. Erst hatte ich mich dagegen gesträubt, dann habe ich mich langsam mit dem Gedanken angefreundet und zu guter Letzt habe ich dann, als ich mich mit dem Gedanken angefreundet hatte, erfahren, dass Bosch ja ein neues Gerät rausgebracht hatte, und zwar den Cookit. Ich weiß gar nicht mehr, das ganze Thema ist jetzt schon über ein Jahr her. Ich weiß noch, dass ich damals im März, da sollte der Cookit rauskommen, also März 2020, und ich habe immer geschaut und dann hat sich das ganze Thema verzögert. Ja, dann kam er irgendwann gegen Mitte, Ende des Jahres raus und jetzt nach Weihnachten habe ich ihn endlich bestellt. Auch mit dem Hintergrund, die Rezepte mal nachzukochen, die so angeboten werden. Ja, also das ist mal ein komplettes Neuland für mich, aber als technisch interessierter Typ freue ich mich auch darauf, einfach mal was Neues auszuprobieren, etwas mit Technologie behaftetes auszuprobieren. Und gleichzeitig natürlich dann im Nachhinein auch noch einen Nutzen daraus zu ziehen, indem ich dann eben ein Gericht auf dem Tisch habe, was man dann auch noch essen kann. Ja, also das ist der Grundgedanke dieses ganzen Themas. Im heutigen Video will ich ein Unboxing machen vom Cookit, weil der Cookit ist nämlich heute Morgen angekommen. Das heißt, wir werden ihn jetzt zusammen auspacken. Wir gucken mal, was in dieser Box drin ist. Das Gerät ist ja nicht ganz billig, deswegen hatte ich den Kauf auch nicht so zwischen Tür und Angel entschieden, sondern mir wirklich schon viel, viel Zeit gelassen. Kostet ja 1266 Euro das Gerät. Hätte ich es 2020 vor Weihnachten noch bestellt, habe ich gesehen, hätte ich sogar noch einen zweiten Topf dazu gekriegt. Aber gut, ein Teil, was mehr rumsteht, ich weiß gar nicht, ob ich einen zweiten Topf überhaupt gebraucht hätte oder in Zukunft brauchen werde. Das wird sich zeigen, aber ja, da hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen Geld gespart. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt mal die Verpackung auf, weil es ist nämlich wirklich ein Riesenpaket, was da gekommen ist. Und wir gucken einfach mal rein, schließen das Ding an und ja, in den nächsten Videos werden wir da mal ein paar Rezepte nachkochen. So, here we go. In so einem riesen Karton wird das gute Stück geliefert. Also an der Seite steht nochmal, hallo, neues selbstgemacht, homemade starts now. Ja, also da gucken wir jetzt gleich mal rein. Haben wir denn hier alles ein? Kochbuch, Lieferschein, Rechnung wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Kochen mit Cookit. Okay, da ist das Gerät nochmal beschrieben und alles, was hier offenbar im Lieferumfang enthalten ist, also das ganze Zubehör, das Gerät selber. Home Connect fähig ist das Gerät. Zerkleinerungsaufsatz, was ist das? XXL oder XL-Topf, Dampfgarer, Zwillingsrührbesen, Universalmesser und 3D-Rührer. Kochen mit Cookit. So, weiter geht's. Wir haben, ich bin ja gar kein Fan von Büchern. Deswegen habe ich das Gerät nicht geholt, aber das sieht schon mal alles sehr vielversprechend auf den Bildern aus. Ja, schaue ich auf jeden Fall mal rein. So, dann haben wir hier jede Menge Verpackungsmaterial. Ich freue mich dann schon, wenn ich das alles wegfahren darf. Cookit, was ist das? Gebrauchsanleitung. Männer brauchen sowas nicht. App Store, das ist wahrscheinlich wichtig. Jetzt bewerten. Ja, man muss dazu sagen, dass es den Cookit ja irgendwie gar nicht im Netz gibt, sondern tatsächlich nur bei Bosch. Was ist das?
Homemade with Love. Okay. Was ist das? Aufkleber? Es fühlt sich an wie Aufkleber. Sowas brauche ich wahrscheinlich auch nicht. So, dann fangen wir mal hier an. Wir haben dieses Tool, das ist wahrscheinlich so dieser Spatel. Ja, wichtiges Utensil. Packe ich erstmal zur Seite. Was ist das hier? Auch eine gute Frage. Erstmal packe ich zur Seite. Was ist, ach so, das ist hier dieser 3D-Rührer. So sieht das gute Stück aus. Fühlt sich erstmal sehr wertig an. So, packen wir auch zur Seite. Hier, das sieht gefährlich aus. Das sind wahrscheinlich diese Messer und das ist ein Schutz da oben drüber. Packe ich zur Seite. Was ist das? Ach so, das ist dieses Rührteil. Okay. Ja, Brot backen wäre natürlich auch mal ein Thema. Selber Brot machen. Gibt es mit Sicherheit auch das ein oder andere Rezept. So, um den jetzt rauszuholen, packe ich mal die Kamera, glaube ich, beiseite. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir hier den Deckel, der ist aus Kunststoff. Das sieht aus wie der Dampfgaraufsatz. Was haben wir hier? Das sind wahrscheinlich hier diese Aufsätze, um Sachen zu zerkleinern, also Gemüse zu zerkleinern etc. Okay, das packe ich auch erstmal zur Seite. Das ist hier, glaube ich, die Dampfgar-Geschichte, was oben auf den Topf raufkommt. Plus noch einen großen Topf. Also ihr merkt schon, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich packe hier einfach gerade mal aus. Ne? Weil ihr wisst ja, Bedienungsanleitung ist nicht so des Männers Ding. Ne? So, weiter geht's. Styropor ohne Ende. So, das packen wir auch mal hier erstmal zur Seite. Und dann haben wir jetzt hier den Cook-It. Ja, also hier unten ist er groß drin. Steht auf dem Boden sozusagen. Hier haben wir nochmal, was ist das? Achso, dieser Aufsatz, um hier Dinge zu zerkleinern. Gemüse, Kartoffeln etc. Gucken wir uns dann später alles an. So, dann noch mehr Styropor. Und dann haben wir hier das eigentliche Gerät. Eieiei, okay, der Topf kam jetzt erstmal raus. Der Topf wirkt sehr, sehr schwer, aber das ist ja auch das, warum ich den haben wollte, eben wegen diesem großen Topf, ne? Dass man auch mal für 3 oder 4 Personen Essen zubereiten kann. Gulasch kann ich mir hier drin ganz gut vorstellen, auch wegen der Anbratfunktion, was auch ein Argument war gegen den Thermomix, weil der Thermomix kann eben nicht die Temperatur, die der Cook-It können soll, und der Topf ist auch größer. Also das fand ich tatsächlich kaufentscheidend für den Cook-It. So, und dann haben wir hier unten das eigentliche Gerät. So sieht's aus, da vorne ein großes Display dran. Ich würde sagen, mehr ist in der Box jetzt hier nicht drin. Ich suche jetzt mal einen Platz in der Küche und dann haben wir auch eine bessere Ausleuchtung hier und können uns dann das mal kurz angucken und das Gerät wenigstens mal einschalten für heute. So, ich habe das Gerät hier, den Cook-It, mal in die Küche gestellt. Jetzt habe ich hier erstmal das ganze Zubehör. Das brauchen wir wahrscheinlich jetzt fürs Unboxing nicht. Was entscheidend war, was ich jetzt erstmal ganz spannend finde, ist das Gerät hier irgendwie zu starten und ins Netzwerk zu integrieren. Dann die App runterzuladen. Das habe ich erstmal hier oben raufgestellt, so ein Dampfgarer. Mal gucken, wie oft ich den brauche. Hier haben wir dieses Teil, das kommt dann wie gesagt hier oben dann drauf. Das haben ja andere Küchenmaschinen auch. So, jetzt gucken wir mal. Hallo, dein Cook-It ist startklar. Los geht's mit einem kleinen Tutorial. Hier lernst du dein Cook-It und die Zubehör. Bla bla bla. Okay. Weiter. Siedepunktautomatik. Der Siedepunkt von Wasser hängt von der Höhe des Aufstellungsortes ab. Okay. Mit der Siedepunktautomatik erreicht dein Cook-It immer die richtige Temperatur und erzielt somit perfekte Ergebnisse. Bitte stellen Sie nun die Höhe
deines Aufstellortes ein. Okay. Hä? Was ist hier? Ach so. Hui. Höhe des Aufstellortes. Ach, der will von mir wissen. Alexa, wie hoch liegt Nürnberg? Nürnberg ist 309 über dem Meeresspiegel. So, also here we go. Nürnberg ist 309, also nehmen wir hier 300 bis 600. So, jetzt guckt mit Home Connect verbinden. Die Home Connect App ist die offizielle Rezeptplattform, für die du viele Rezepte auf deinen Cookit laden kannst. Hast du die Home Connect App bereits installiert? Nein. Okay, machen wir jetzt mal. So, das ist offensichtlich die App jetzt hier, die laden wir mal schnell runter. So, zack. Ach, immer dieses. So, Face ID, genau. Jetzt lädt er. Ich hoffe, die ist nicht allzu groß. Es scheint aber schnell zu gehen. Ja, zack. Öffnen. So, vernetze dein Zuhause, hab deine Geräte immer und überall im Griff. Weiter. Lass dich inspirieren, hol dir frische Ideen. Bla, lass dein Leben leichter. Ach, ich liebe sowas. Nutzungsbedingungen, starten wir die Show. Erlauben. So. Gerät, warte mal, jetzt hier, warte mal. Ja, Home Connect ist installiert. So. Verbindung herstellen, bitte. Home Connect öffnen, Gerät hinzufügen, auswählen und weitere Anweisungen folgen. Also, Home Connect, Gerät hinzufügen. So, neues Hausgerät. Ach, echt jetzt? Okay, also machen wir das erstmal. So, ich habe jetzt erstmal ein Konto erstellt. Das musste ich jetzt machen. Und das war jetzt der nächste Schritt. Der will Zugriff auf das lokale Netzwerk haben. Okay. Nimm deine gedruckte Home Connect Anleitung zur Hand. Ja, gleich. So, halte den Namen, SSD und das Passwort seines WLANs bereit. Weiter. Geh in die unmittelbare Nähe deines Hausgerätes. Das ist hier. So, weiter. Zugriff auf Bluetooth erlauben. Machen wir. So. Suche Hausgeräte. Was? Home Connect? Was ist das? Suche nach weiteren Hausgeräten. Hallo? So. Ah, jetzt brauche ich doch die Anleitung. Mist. So, also jetzt haben wir hier die Kurzanleitung. Kurzanleitung mit QR-Code. So, okay, erlauben. Da hat er gemacht. So, Hausgerät verbinden, Fahrzeug verbinden. So, wähle im Hauptmenü Geräteeinstellungen. Suche starten. Jetzt komm. Jetzt komm. Jetzt müssen wir gucken, wo man das ganze Zubehör dann wieder in der Küche unterbringt, weil so groß ist die Küche leider nicht. So, okay, das mache ich mal schnell. So, jetzt müsste es, glaube ich, klappen. Die Verbindung zwischen Smartphone und Hausgerät wurde hergestellt. Verbindung mit dem WLAN verbunden. So. Okay, dein Smartphone. Aha. Okay, dein Cookit wurde erfolgreich mit Netzwerk. Steamshots, genau. So, weiter. Okay, on off, das geht da oben. Bedienelemente. Öffnet das Hauptmenü mit allen Kocharten und weiteren Funktionen. Okay. Startet die Wiegefunktion. Alles klar. Hauptmenü. Hier findest du alle Rezepte, Automatikprogramme beinhalten, Voreinstellungen. Okay, im Bereich Hilfe, hier können sämtliche Grundeinstellungen am Gerät vorgenommen werden. Okay, weiter. 3D-Rührer wird verwendet, um Lebensmittel zu mischen und umzurühren und Zutaten zum Anbraten zu verwenden. Das war das gute Stück hier. Da ist noch ein bisschen Styropor dran. Okay. Weiter.
Zwillingsrührbier. Es wird verwendet, um Eiweiß, Sahne zu schlagen oder flüssige Speisen zu rühren. Soßen, Pudding, alles klar. Universalmesser wird zum Zerkleinern verwendet und zum Kneten. Genau. So, Zerkleinerungsaufsätze ist auch klar. Dampfgarzubehör. Das Gerät beinhaltet zwei Dampfgarzubehör und einen dreiteiligen Dampfgaraufsatz. Genau, das hatten wir ja schon ausgepackt. Das kommt dann, mit offenem Deckel drauf. Ich habe mich nämlich schon gewundert, dass man das einfach nur so raufstellt. Ja, ihr merkt schon, ich bin nicht vorbereitet. Aber das ist auch immer ganz spannend. Ich habe wirklich nur die Sachen aus der Theorie und aus Videos. So, das kommt da raus. Das finde ich ziemlich schön, dass hier ein kleines Einführungsvideo dabei ist. Das hatte ich schon rausgefunden, wie man das hier auf und zu macht. Übrigens, Ersteindruck für ein 1266 Euro Gerät. Also hier ist ziemlich viel Plastik verbaut, ne? Das ist mir schon so ein bisschen aufgefallen. Ich habe jetzt leider keinen direkten Vergleich zum Thermomix und von der Wertigkeit des Thermomixes. Aber naja, dazu kann ich leider nichts sagen. Aber das ist mir aufgefallen. Also das ist schon ziemlich viel Kunststoff hier verbaut. Der Topf ist alles sehr wertig. Der Topf soll ja auch Spülmaschinen geeignet sein, was wirklich gut ist bei so einem Topf. Aber dieses Plastik hier, gefiel mir jetzt nicht ganz so gut. Also da muss ich sagen, gibt's ein paar Abzüge. So, weiter. Jetzt haben wir, okay, jetzt kann es losgehen. Gucke Team, starten. So, Rezepte, Automatikprogramme, manuelles Kochen. Also ich bin jetzt gerade hier, genau. Manuelles Kochen, Rezepte. Das ist nämlich das, was ich ganz spannend finde. Dann in Zukunft auch hier für die Videos, dass wir einfach mal hier Rezepte aussuchen. Und dann hier auch ein bisschen kochen. So, Fleisch und Geflügel. Was haben wir denn da beispielsweise? So, Butterhähnchen. Chili con Carne. Hätte ich sogar Bock, das tatsächlich als erstes mal auszuprobieren. Und Zubereitung 2 Stunden. Vorbereitung 17 Minuten. Zubereitung 2 Stunden. Gesamtzeit 2 Stunden 17 Minuten. Wow. Okay. Das ist viel. So, das ist halt auch schön, dass man hier diese Einkaufsliste hat. Aber das schreckt jetzt gerade ein bisschen ab, diese 2 Stunden. Na, komm schon. Komm hier nicht zurück. Doch. So. Also das Touchpad reagiert nicht wie gewohnt von dem Handy oder Tablet-PC. Das muss ich auch sagen. Geflügelcremesuppe auf indische Art. Das sieht auch sehr lecker aus und klingt auch gut. Gesamtzeit 37 Minuten. Das ist doch was Schönes. Damit kann man leben. Wo man sagen muss, dass natürlich die 37 Minuten man nicht direkt am Gerät steht, sondern ja hoffentlich das Gerät dann auch selber macht. Aber hier oben, merkt ihr das? Diese Taste, die ist ein bisschen tricky. Und wenn ich hier so mache, das gefällt mir irgendwie auch nicht so gut. Naja, Irish Stew. So, dann Hähnchenbrust, das sieht auch gut aus. Mittel, halt, so, was haben wir hier alles? Kalbsrahmen, Gulasch mit Spargel. So, Kartoffelgulasch, kenne ich gar nicht. Kartoffelgulasch, Kürbisrisotto, Lammhüfte. Ja, Lauchkäsesuppe. Ohne Bild. Oder wie? Nee, doch. Dauert ein bisschen. WLAN-Verbindung wird hier oben übrigens angezeigt. Was ist das hier? Halt, nee. Ich glaube, so wie ich es eigentlich gewohnt bin von technischen Geräten, wahrscheinlich muss der Kucke da auch erstmal ein Update fahren. Deswegen gucke ich hier gleich mal in die Geräteeinstellung, weil der zeigt mir da oben nämlich was an. Okay, dass er da irgendwas runterladen will, aber ich kann nicht rauftippen. Softwareaktualisierung. Aktuell gibt es keine neue Softwareversion. Okay, na gut. Das ist ja gar nicht so verkehrt, wenn Bosch mit der Software zufrieden ist. Ja, also was mir auffällt,
Erster Eindruck, Display könnte natürlich ein bisschen besser funktionieren, aber ich will jetzt gar nicht meckern. Ich vergleiche das jetzt natürlich mit einem Smartphone und das ist zwar hier ein Touch-Display, alles hinter Kunststoff gelegt, reagiert ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ansonsten Kunststoff hier überall, ist so mein Ersteindruck. Ja, hier mal das Gerät in Gänze. Ist so mein Ersteindruck, Topf wirkt sehr wertig, ne, kann man hier auf und zu machen, wenn man hier so dreht, da zack, dann klappt man das hier so auf und dann kommen offensichtlich hier die Dampfgaraufsätze. Hä, ich sag doch, das passt nicht, ja wahrscheinlich muss dieser Deckel da ab. Gut, das gucke ich mir in Ruhe an, das werden wir dann im Zuge, hier geht's ja auch. Das werden wir dann auch im Zuge der Rezepte, die wir kochen, dann herausfinden, wie das alles funktioniert. Genau, ich arbeite mich mal ein bisschen ins Gerät ein und dann kann ich euch in den nächsten Videos schon ein bisschen mehr darüber erzählen. Und das soll es dann erstmal hier mit dem Unboxing gewesen sein. Genau, liebe Leute, also dann, wie die Zuschauer von mir das schon gewohnt sind, ne, mein abschließender Spruch, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auch mal diesen neuen Kanal hier von mir, wo es wirklich in Zukunft um andere Themen als E-Zigaretten geht. Deswegen auch dieser neue Kanal. Cookit ist ein Thema auf diesem Kanal, aber Papa wird schon richten. Gerade dieses Richten ist natürlich auch ein wunderbares Wortspiel, um vielleicht auch mal das ein oder andere Thema zu machen. Ja, zu machen. Oder eben um auch vielleicht mal irgendwelche anderen Sachen zu testen und andere Reviews zu machen. Ne, Richten funktioniert ja ganz gut als Wortspiel, wie gesagt. Fand ich ziemlich spannend, diesen Namen. Fand ich ziemlich spannend. Also in diesem Sinne, ich bin hier mit dem Video erstmal fertig. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.